nachhaltige Lebenszyklusbau setzt gute Schwerpunkte. Da fällt es einem immer schwer zu entscheiden, wo man bei welcher Arbeitsgruppe dabei sein will. Ich habe mich in den letzten beiden Jahren für die Projektkultur entschieden, weil es für mich einfach wichtig ist, dass man miteinander ein Haus baut. Da geht es um Vertrauen, da geht es um Partnerschaft, da geht es um Respekt. Und das habe ich auch versucht, etwas beizutragen und habe das immer sehr genossen, den Austausch mit den Kollegen von der Arbeitsgruppe. Wir sind ein Anlagenbauer und wir haben die Digitalisierung, ehrlich gesagt, noch überraschend wenig zu spüren bekommen. Es ist ja so, dass man zuerst plant und dann baut, also die Planer sind dann näher dran noch an der Digitalisierung. Im Anlagenbau selbst kommt es mit Sicherheit und wir wollen da einer der Ersten sein, die sich mit dem Thema beschäftigen.